seems like the whole time the ground feels a little bit shaky. Oh, but lately my head is spinning around in a circle. I hear a whisper telling me to be brave. You better dive into the water. Guten Morgen. Leute, hat mich einmal angestoßt. Guten Morgen, meine liebe YouTube-Familie. Jo, Mausikind. Du hattest Geburtstag, gell? Ja, die Lotte hatte Geburtstag. Und das ist jetzt schon das zweite Jahr, in dem ich Lottes Geburtstag vergessen habe. Beziehungsweise ich habe ihn verpasst. Aus irgendeinem Grund denke ich nämlich, Lotte hätte im April Geburtstag. Dabei hat Lotte am 28. oder 27. März Geburtstag. Das ist der Tag, an dem ich sie zu mir geholt habe. Ich muss mal im Kalender schauen, wann das war. Also es war auf jeden Fall ein Freitag. Und ich verpasse immer den Tag, weil ich immer auf April bin. Und dann schaue ich nach und dann ist der Geburtstag schon rum. Also müssen wir jetzt Lotte nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Gemausi. Ja, Lotte. Alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Die Lotte ist jetzt 2 Jahre alt. Hm? 2 Jahre bist du schon. Ja, 2 Jahre. Oh. So, ja, also Lotte hatte ihren 2. Geburtstag im März. Ja, und du bist so ein hübsches Mädchen. Du bist so ein hübsches Mädchen. Ich dachte gestern Abend, ich würde sterben. Ich habe mir doch mal einen Brotteller gemacht mit Essiggurken. Und ich habe mich so auf die Gurken gefreut. Und dann habe ich die gegessen. Und mein ganzer Mund hat wie Feuer gebrannt. Ich dachte, oh, was ist das? Ich dachte erst, ich hätte in die Pilze zu viel Pfeffer reingemacht. Und dann schaue ich auf das Glas. Und da steht scharf und würzig. Und ich kann ja nicht so scharf essen, wenn ich was Scharfes esse. Dann brennt mein ganzer Mund, mein Geschmackssinn geht verloren und ich schmecke gar nichts mehr und es brennt einfach nur noch. Meine Nase ist gelaufen, mein Kopf hat sich ganz komisch angefühlt. Ja, ne? Und ich dachte echt, ich sterbe. Also es war echt heftig. Und ich schätze, die sind eigentlich gar nicht so scharf. Aber für mich ist das schon wirklich sehr scharf. Und dann habe ich mich geärgert, weil ich mich wirklich sehr auf die Gurken gefreut habe. Und dann vergreife ich mich und kaufe die falschen Gurken. Und jetzt habe ich die daheim und kann die nicht essen. Das ist echt ärgerlich. Könnt ihr scharf essen oder wer bin ich? Oder, also mögt ihr gerne scharf oder mögt ihr scharf nicht so gerne? Ich mag es nicht so gerne. Ich habe mir vorhin gedacht, dass ich wieder eine neue Nivea-Creme brauche und dabei ist mir aufgefallen, dass ich auf meinem Beauty-Kanal schon seit Ewigkeiten keinen DM-Haul mehr hochgeladen habe. Bestimmt schon seit 2, 3 Monaten. Ich kaufe irgendwie nicht mehr so viele Sachen auf einmal bei DM, sondern wenn ich zu DM gehe, dann kaufe ich eine Sache, wie jetzt zum Beispiel eine Nivea-Creme oder meine Tomatensauce oder sonst irgendwas. Aber ansonsten, zum einen habe ich alles und zum anderen spricht es mich auch irgendwie gar nicht mehr an und ich selber schaue auch gar nicht mehr so gerne DM-Hauls, wie ich früher noch DM-Hauls geschaut habe. Ich glaube, der Hype um DM lässt so ein kleines bisschen nach oder dieser, ja, wie soll man das nennen?
dieser Hype halt, ne? Es ist ja immer irgendwas in oder aktuell bei YouTube. Es waren DM-Hauls, dann waren es Hacks, dann sind es Probleme eines Mädchen, Jungen bei dem und dem und den. Und ja, wer weiß, was als nächstes kommt. Aber ja, irgendwie, mich spricht es einfach nicht mehr so an, auch vom Telefon. Naja, was ich sagen wollte, ist, dass ich schon seit Ewigkeiten keinen Großeinkauf mehr bei DM gemacht habe und auch irgendwie nicht das Bedürfnis dazu habe, weil mich die Sachen einfach nicht mehr so ansprechen. Deswegen schaue ich zurzeit lieber englischsprachige YouTuber, weil da der Content einfach anders ist und mich mehr anspricht. Ja, das ist einfach mehr meins. Und was mir früher teilweise noch gefallen hat, gefällt mir jetzt nicht mehr. Aber ich denke, das ist einfach eine Sache des Älterwerdens. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ob ihr auch so einen Wandel durchlebt oder generell, was ihr gerne auf YouTube schaut. Was sind so Themen, die euch interessieren? Gesundheit, Bruno. Lotte. Komm. Lotte. Ich habe eben ein Video gesehen, das Franziska auf Facebook mit mir geteilt hat und ich hatte echt Tränen in den Augen, als ich das Video gesehen habe. Ich habe es auch auf meiner Facebook-Seite geteilt und gepostet und ich bitte euch, das Video anzuschauen und ebenfalls zu teilen, was mir wirklich am Herzen liegt. Schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an und ja, ich hatte am Ende wirklich Tränen in den Augen, wenn ich mir das vorstelle, dass es vielen wirklich so geht. Also bitte schaut euch das Video an. Ich habe es auf meiner Facebook-Seite gepostet. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Das hat mich echt mitgenommen, das Video. Und ich mag mir das gar nicht vorstellen müssen. Deswegen ist es wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr das Video seht und dass ihr es teilt, damit mehr Menschen darauf aufmerksam werden und dass mehr Menschen ein Bewusstsein dafür bekommen und dass diese falschen Werte und Vorstellungen, die herrschen, dass die über Bord geworfen werden. So, ich habe jetzt noch für meinen Beauty-Kanal das Thumbnail gemacht, für das Video zu meiner aktuellen Hautroutine, beziehungsweise ja, Hautroutine, Gesichtspflegeroutine. Jetzt koche ich mir mein Abendessen und zwar gibt es heute Spaghetti mit allem, was ich noch im Kühlschrank habe. Und mir ist schon wieder total kalt. Ich weiß nicht, aber irgendwie nach meinem Abendspaziergang ist mir immer ziemlich kalt und huschelig und ich werde mir auch gleich wieder eine Wärmflasche machen. Guck die Maus an. Oh, müde. Und die Füßchen. Wie die Füßchen immer übereinander liegen. So, dann schaue ich jetzt mal in den Kühlschrank, was ich noch an Zutaten habe für meine Spaghetti heute Abend. Also, ich habe eine Zucchini. Dann habe ich Lauch. Sogar zweimal Lauch. Ich habe sogar dreimal Lauch. Und das war's. Mehr habe ich nicht, was ich für meine Spaghetti verwenden kann. Aber ich habe noch Tomaten und die werde ich mir auch noch mit reinschneiden. Und dann wird das eine richtig schöne Soße. Ich mache das wieder mit meiner Sahnesoße. Und dann habe ich noch Parmesan und Gouda und das kommt dann oben drüber. Ich mache es mir jetzt auf meiner Couch bequem und werde Germany's Next Topmodel schauen. Bisher weiß ich noch nicht, wer rausgefallen ist. Ich weiß nur, dass Kim weitergekommen ist.
Das ist das Einzige, was ich, glaube ich, bei Instagram gelesen habe, aber ich weiß nicht, wer rausgefallen ist. Und ich habe die ganze Zeit versucht, mich nicht zu spoilern, nicht auf Instagram zu schauen oder falls es irgendjemand im Video bespricht. Ich bin total gespannt und freue mich, das jetzt zu schauen. Wenn ihr jetzt auf das i klickt, kommt ihr zu meinem Daily Vlog von gestern. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Ich lade jeden Tag um 19 Uhr ein neues Video hoch. Wir sehen uns wieder morgen um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.